Sonnolenta, letztes Jahr noch als Indianerhäuptling der Comanchen. 2018 werden wir dich allerdings als Apachen sehen. Ja, als Winnetou. Das wurde mir jetzt dann herangetragen, ob ich das machen möchte. Ich fühle mich sehr geehrt, das machen zu dürfen. Es ist für mich ein Jugendtraum, den ich mir eigentlich erfüllen kann und möchte. Und ich bin eigentlich jetzt dann vom Herzen her bereit, einmal den Guten auch zu spielen, nicht immer nur den Bösen. Was können wir uns vom neuen Winnetou speziell erwarten? Ich möchte auf alle Fälle, was ich jahrelang immer gemacht habe, von Herzen her spielen, reiterlich und kämpferisch mein Können darbieten, was ich seit 18 Jahren, glaube ich, recht gut über die Bühne bringe. Und vor allem sehr viel noch an der Struktur arbeiten, also ich möchte steigern die ganzen Ebenen, was Kostüme, Requisiten, Kulisse, Pferdeausstattung, einfach alles. Ich möchte alles einfach um ein Level hinaufsetzen oder um zwei. Das ist mein persönlicher Wunsch. Wobei dieses Hinaufsetzen gilt natürlich für die Gesamtproduktion, ja, für die du ja auch punkto Requisite, Kampfchoreografie, Mitarbeit und so weiter sehr viel verantwortlich warst schon in den letzten Jahren. In diesem Sinne, Marco, Premiere am 28. Juli in der Arena Wagram mit Marco Valenta in Höchstform. Möchte ich, ja. Rochus Millauer, der Marco Valenta hat uns schon mal das erste große Geheimnis über die neue Produktion der Ölprinz verraten. Es gibt einen neuen Winnetou. Welche Konsequenzen hat das jetzt für dich als Drehbuchautor und Regisseur? Wir erwarten natürlich einen wilderen, kämpfenderen Winnetou. Eher karg im dramatischen Dialog, aber dafür umso präsenter und kräftiger auf der Bühne. Und kannst du uns schon ein bisschen über die generelle Geschichte des Ölprinzen verraten? Wir haben drinnen natürlich die bekannte Geschichte mit dem Versuch des Greenleys, des Ölprinzen, einen Bankier übers Ohr zu hauen, und die Feindschaft mit seinem Halbbruder. Wir haben drin eine Romeo und Julia Geschichte mit Nizza's Ini und Chisot, die sehr dramatisch endet. Wir haben herrliche Komiker, den Sir David Lindsay mit einem japanischen Bodyguard, der Fujiyama heißt, dem man auf ihn aufpasst. Und natürlich haben wir die Geschichte des Canto Emeritus mit der Witwe Evers Eschenbach, wobei ich die Rolle mal geteilt habe und zwei sehr wilde, grantige Schwestern auf der Bühne habe, die dem Canto das Leben zur Hölle machen werden wahrscheinlich. Ja, so viel, aber es wird ein bunter Cocktail, was für Action diesmal drinnen, also, aber mehr möchte ich nicht verraten. Wollen wir auch nicht mehr verraten, denn am 28. Juli geht es natürlich in der Arena am Wagram mit Volldampf los. Und vielleicht noch ein Wort zur Weihnachtsaktion. Unsere Weihnachtsaktion halt mit dieser freien Platzwahl des Termines, den man sich aussuchen kann, alles was uns hilft, ist gut, weil wir doch schauen müssen, dass wir, wie gesagt haben, unsere Zuschauerzahlen schön noch umschrauben können, damit es auch dann die zukünftige Existenz der Spiele gesichert bleibt. Ja, Rochus, dann viel Spaß bei der Arbeit am Drehbuch, viel Spaß bei der Arbeit mit dem hervorragenden Schauspielerteam, und wir freuen uns schon jetzt auf die Premiere am Wagram.